Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2. Wir holen uns mal unsere nächste Quest da vorne bei Hector. Wobei, vielleicht machen wir das auch erst einmal nicht. Wir könnten noch einmal kurz an den Crafting Table gehen. Ach, die müssen schon wieder alle auf Toilette. Hier ist schon wieder eine riesige Schlange vor der Toilette. Allgemein scheinen die Toiletten in dem Spiel immer sehr, sehr beliebt zu sein. Die müssen häufig auf den Pott, die Leute. Naja. An den Crafting Table, genau. Ich will mal eben Heilkräuter herstellen. 28 kann ich noch herstellen. Viel haben wir insgesamt? 113. Wie sieht's hier mit starker Arznei aus? Oh, da haben wir auch nochmal ordentlich was. Wie viel waren das? 13, glaube ich. Die sollten wir uns vielleicht einmal kurz ins Inventar stecken. Oh, 14 sind es insgesamt sogar. Und wir sollten uns vielleicht nochmal Bomben craften. Felsenbombensplitter. Ach, wir sollten wirklich mal diese Felsbombensplitter irgendwie suchen. Halte ich schon für ganz klug. Wofür brauchten wir denn noch Felsbombensplitter? Hatten wir nicht irgendwie was, was wir damit noch craften konnten? Hätte schwören können, wir hatten was, wofür wir das brauchten. Bilde ich mir das jetzt gerade ein? Anscheinend bilde ich mir das ein. Naja, aber zumindest für diese Bomben brauchen wir das. Felsenbombensplitter. Ja. Wir müssen also mal einmal diese Bomben jetzt suchen und jagen. Ich will die craften, weil der... Jetzt müssen wir überlegen. Jeremias uns, glaube ich, gesagt hatte, wir sollen die Bomben herstellen, bevor wir hier gegen die Flügeltäter kämpfen. Und ja, da würde ich mich eben einfach nur gerne dran halten. Also gehen wir mal gegen Schiff und suchen mal ein, zwei von diesen Bömmchen. Ja, Melroth ist auch dabei. Der ist natürlich top motiviert. Er kann nämlich gleich wieder irgendwelche Leute kloppen. Dudi-dudi-dudi-dumm. Haben wir irgendwas Verstecktes? Nö. Müssen wir einmal gucken. Da unten ist doch zum Beispiel eine Felsbombe. Muss ich nur mal schauen, wann explodiert die denn? Ich greife die jetzt einfach mal an. Ich meine, die hat eine relativ eindeutige... Ah, Animation. Ja. Oh. Boah, das war aber knapp. Hat die jetzt Felsblomben-Splitter gedroppt? Ich glaube nicht. Nee, wenn ich so nach unten rechts schaue. Erde, Stein, Schnee und so weiter ohne Ende. Aber leider keine Felsblomben-Splitter. Das ist natürlich schon ein bisschen blöde. Ich hätte jetzt gedacht, die würden das irgendwie alle droppen. Wahrscheinlich gibt es eine bestimmte Drop-Chance einfach nur. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Da müssen wir nämlich mehrere von diesen Viechern noch killen. Aua! Oh, 5, 4, 3, er zählt runter. Das heißt, er explodiert jeden Moment. Und hat der was gedroppt? Nö, auch keine Splitter. Boah, wie selten ist es denn? Droppen die das nur ganz, ganz selten, oder was? Ah, der explodiert auch. Alle explodieren hier. Und ist diesmal was dabei? Nö. Hey, oder muss man die regulär besiegen? Also dürfen die vielleicht nicht explodieren? Ach, wobei, das würde mich wundern, wenn es so wäre. Das fände ich eigentlich ein bisschen seltsam. Wenn man die so besiegen müsste, um die halt zu bekommen, die Felsbombensplitter. Das Problem ist, ich kriege die auch nicht besiegt. Nee. Ich kriege die nie im Leben besiegt, regulär. Also dafür mache ich einfach nicht genug Schaden. Vielleicht... mit dem Cheat-Stachel. Andererseits, ja, das können sich die Entwickler aber auch nicht gedacht haben. Also die werden ja wohl kaum voraussetzen, dass man die ganze Zeit diesen Cheat-Stachel dabei hat. Hier entdecke ich auch schon wieder nichts. Ja, dann töten wir doch einfach nochmal zwei Bomben vielleicht. Zwei oder drei Bomben, je nachdem wie viele wir hier sehen. Und danach geben wir es auf und gehen zurück ins Dorf. Und dann, ja, dann haben wir halt keine Bomben dabei. Ah, gehst du in die Luft? Jupp, 5, 4, 3. Ah! Bitte drop irgendwas. Auch nicht. Mann. Schade. Naja, dann können wir echt die Bomben nicht herstellen. Wo ich aber gerade schon mal hier bin, wir müssen mal mit dem Typen hier vorne quatschen. Der wollte ja, dass wir ihn nach dem Schiff nochmal besuchen. Oh, du bist zurück. Wuff, wuff. Du hast es nicht nur aufs Schiff geschafft, sondern bist auch mit dem Leben wieder davon gekommen. Das ist ein Grund zum Feiern. Und dafür habe ich genau das Richtige. Etwas Biskuitkuchen. Davon könnte ich mich wohl trennen, wenn der Preis stimmt. Mein Magen ist gehörig am Grummeln. Für eine ordentliche Portion Fleisch würde ich dir einiges geben. Bring mir 5 Stücke und wir kommen ins Geschäft.
5 Stücke Fleisch möchtest du haben? Ich habe aber nur eins dabei. Ich kann nicht mit dir tauschen, es tut mir leid, Kleiner. Haben wir sonst noch irgendwo Felsbomben? Oh, das ist schon traurig. Nirgendwo sind hier Felsbomben. Achso, das Rätsel hatten wir schon gelöst. Tua. Gucken wir sicherheitshalber nochmal in den Almanach rein. Monster. Aber ich meine, es stand als Drop bei den... Das stand als Drop bei den Felsbomben. Wo sind die denn? Da, Felsbomben. Ah! Wieso bin ich jetzt weiter unten? Da, Felsbombe. Trägt bei sich Felsbombensplitter. Ja, aber nicht immer leider. Mann. Tja, da müssen wir vielleicht später irgendwie nochmal diese Bomben craften. Gegebenenfalls finden wir ja per Zufall mal Bombensplitter. Es gibt ja schon manchmal die Situation, dass man irgendwie auch in Kisten oder so Materialien findet. Vielleicht haben wir da drin mal Felsbombensplitter. Keine Ahnung. Oder man muss die wirklich besiegen. Also man muss die besiegen, bevor die explodieren, damit die das droppen. Kann ich aber nicht beantworten. Ich hoffe einfach mal, dass wir den Kampf auch so schaffen. Und apropos Kampf, wir sollten vielleicht mal eben was futtern. Habt ihr noch Backkartoffeln dabei? Ja, ohne Ende Backkartoffeln. Oh, die Leute haben hier, glaube ich, auch Hunger. Ja, ich lege ja hier ordentlich Essen rein. Hey, Moment, Leute, da ist doch Essen. Was habt ihr denn? Ihr könnt doch schon längst was zu essen herstellen. Stehen sie ganz traurig hier vor der Küche. Oh, dann nehme ich euch jetzt das Steak und die Kartoffeln hier raus. Dann müsst ihr eben schauen, wo ihr bleibt. Also Nahrungsmittelanzeige auf 100%. Wir haben Heil-Items, wir haben alles dabei. Und ich würde sagen, dann sprechen wir mal mit Hector. Glänzende Arbeit, dieser Bauplan-Huxel. Diese Sausomaten hier komplettieren unsere Verteidigungsanlage. Die Wirbelwinde, die diese Geräte aussenden, werden die Flügeltäter aus der Luft reißen und uns vor die Füße werfen, wo unsere Soldaten sie dann alle erschlagen können. Vorausgesetzt, unsere Soldaten sind dann noch in der Lage zu kämpfen. Ich fürchte, es könnten noch Verräter unter uns sein. Das bereitet mir Sorgen, aber Melroth nicht weniger. Wieso war im Spiegel des Ra keinerlei Bild von ihm zu erkennen? Ich weiß, er ist dein Freund, Huxel, aber da ist irgendwas. Nicht Menschliches an diesem Mann. Ich fühle mich in seiner Gegenwart irgendwie unruhig. Ich weiß, was mich beunruhigt. Der Gedanke daran, wie sich die Menschen von Mondbach gegenseitig anzweifeln und misstrauen. Die Loyalität der Bewohner in Frage zu stellen, hätte genau dies zur Folge. Wenn es einen Spion unter uns geben sollte, dann werden wir wohl darauf warten müssen, dass er einen Fehler begeht. Aufgabe abgeschlossen? Ja, dann sollte doch jetzt langsam mal der Kampf kommen. Hey, die Erde wackelt. Was ist hier los? Werden wir angegriffen? Ja! Sieht aus, als hätten wir die volle Aufmerksamkeit der Flügeltäter. Sie sind zurück und diesmal mit Verstärkung. Huxel, mein Junge, bist du meinem Vorschlag gefolgt und hast ausreichend Bumbälle hergestellt? Die werden dir sicher gute Dienste erweisen. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Felsbombensplitter gefunden, alter Mann. Also dann, Huxel, bist du bereit zum Kampf? Ja. Ich wollte dir nur sagen, als du mir diesen Spiegel vorgehalten hast, war das wirklich verletzend. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gefühle und so ein Kram zu sprechen. Wir müssen da raus und diese Monster vermöbeln. Denk dran, Huxel. Anessa und Hector mögen stark sein, aber wenn du die Schurken zu Kleinholz verarbeiten willst, bin ich dein Mann. Vergiss nicht, wer deine Freunde sind, ja? Keine Sorge, vergiss ich nicht. Möge der Kampf beginnen, es geht los. Besiege den Feind. Boah, kommen da viele angelaufen. Wir bleiben erstmal hier oben stehen und beobachten. Ich möchte nämlich erstmal schauen, wie die hier von den Fallen kaputt gemacht werden. Na? Boah, was? Hallo, wie groß sind denn bitte diese Wirbelstürme? Das ist ja voll extrem. Ich hätte nicht gedacht, dass die so heftig sind. Also die haben alle Gegner hier an den Boden geholt. Sehr, sehr cool. Und ja, hier unten können wir sie dann besiegen. Interessanterweise bekommen die dann eben auch Schaden von den Feuerfallen, weil die eben den Boden berührt haben. Finde ich sehr, sehr nice. Machen die eigentlich die Fallen kaputt? Es sah gerade so aus, als ob die Fallen auch angreifen würden. Ich hoffe einfach mal, die können die Fallen nicht zerstören. Naja, das war Welle 1, davon ist Welle 2. 78 Gegner kommen hier übrigens insgesamt. 78! Boah! Oh, Team-Todesstoß! Da warten wir schön, bis die unten sind. Na komm schon, alle runter! Und jetzt voll drauf mit dem Team-Todesstoß!
Bam! Oh, richtig viele auf einmal gekillt. 38, 39, 40 haben wir schon. Also wir haben schon über die Hälfte. Sehr, sehr, sehr nice. Ich glaube, das war die Welle auch schon fast. Vor allen Dingen, wir werden am Ende ja noch einen großen besiegen müssen, nämlich den Chef hier von der Truppe. Der müsste ja jetzt irgendwann gleich mal auftauchen, aber noch nicht. Rechts, rechts, es gibt keinen Ausweg, sagen die Leute. Die Leute, die Dämonen. Es gibt für euch keinen Ausweg, das wisst ihr nur noch nicht. Aber gleich seid ihr auf dem Boden, genau. Und dann kriegt ihr das zu spüren. Ach, so ein schönes Gefühl. Das macht schon echt Spaß. Also ich finde, mit diesen Fallen hier ist das Kämpfen echt cooler geworden. Ah! Oh, 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 jetzt futter ich aber doch ganz schön Schaden. Nehme jetzt einfach mal große Heilkräuter. Oder soll ich mir die aufsparen? Ach nee, ich glaube, ich spare mir die lieber auf. Teamtodesstoß könnte ich hier nochmal machen. Oder spare ich mir das auf? Thema des Tages. Aufsparen oder durchführen? Nee, ich spare mir das auf. Also den Teamtodesstoß und die Heilkräuter, auch die großen. Ah, also die hauen aber schon rein. Also wenn die mich kritten, das ist schon ordentlich, muss man einfach mal sagen. Anmaßende Menschen, ich werde euch alle eigenhändig töten und dann picke ich euch das Fleisch von den Knochen. Da ist er, kosmische Chimäre, fürchterlicher Fürst der Flügeltäter. Der ist nicht komisch, der ist kosmisch. Und gleich ist er tot. Schon mal als Spoiler. Ich habe nämlich ein sehr hohes Selbstvertrauen und glaube schon, dass wir den gekillt bekommen. Na komm runter, damit ich dich Teamtodes stoßen kann. Aua! Komm auf den Boden runter, du blöde Chimäre. Chimäre, glaube ich. Da ist er, auf dem Boden. Jetzt kriegt er erstmal einen Todesstoß ab. Das hat dem gar keinen Schaden gemacht. Wie bitte? Der hat fast gar keinen Schaden gefuttert dadurch. In Ordnung. Abgesehen davon zaubert der. Ich hätte jetzt gedacht, der pickt tatsächlich. Das tut er gar nicht. Sondern er schmeißt so kleine Feuerbälle. Naja, eine zaubernde Chimäre scheint ja irgendwie Magier zu sein. Auf jeden Fall hat er gar keine Schnitte. Also hier in diesen Fallen kann der nichts tun. Der ist so gestunlockt auch von meinen Leuten, die auch noch gebufft sind. Man beachte, dass wir alle diesen kleinen Schildbuff haben. Was das? Ist der schon kaputt? Nee, der ist eingepennt. Hat er sich geheilt? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er jetzt tot. Einer fehlt noch. Wo ist denn hier noch jemand? Ach, da vorne eine ganz kleine Chimäre. Und mit dem Besiegen dieser Chimäre haben wir den Angriff von den Flügeltätern abgewehrt und die nächste Mission abgeschlossen. Ja, das war's. Die Monster wurden besiegt. Sind noch die Schreckrecken übrig? Die Stufe von Huxel und Melroth erhöht sich. Da kriegen wir noch ein Rezept. Melroth wird stärker und Huxel erreicht Stufe 28. Seine maximalen Lebenspunkte erhöhen sich. Und Rätsel, Rätsel und Studier. Huxel lernt eine neue Anleitung für Zauberrüstung. Dieser protzige pflanzengrüne Panzer wurde aus magischem Metall gefertigt. Abwehr plus 48 verringert Feuer- und Eisschaden. Ich glaube, bei unserer aktuellen Rüstung ist besser. Gewonnen! Mir ist übrigens auch gerade wieder eingefallen, was ich mit den Felsbomben craften wollte. Wir hatten nämlich noch so ein Feuerschwert. Das Feuerschwert, das muss man auch mit diesen Felsbombensplittern craften. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Felsbombensplitter besorgen. Ah, grünschnabelige Menschen, wieso wehrt ihr euch gegen euer Schicksal? Mich mögt ihr besiegt haben, doch die Schreckrecken warten noch auf euch. Dude, ist er? Der hat's nicht lange gemacht. Gibt's jetzt eine Party? Nö, aber Herzchenpunkte. Wir haben es geschafft, Huxel. Die Flügeltäter sind besiegt. Tolle Vorstellung, Huxel. Ohne deine Sausomaten hätten wir es nicht geschafft. Die haben wirklich den Tag gerettet. Aber der Krieg ist noch nicht gewonnen. Wir dürfen die Schreckrecken nicht unterschätzen. Krempeln wir also die Ärmel hoch und geben in der letzten Schlacht noch einmal alles. Wo wir gerade davon sprechen. Wir sollten lieber das Schloss reparieren, ehe diese gruseligen Gestalten auftauchen, oder? Keine Angst, Huxel. Wir Nachwuchserbauer haben das ganze Schloss im Handumdrehen wieder hergerichtet. Dankeschön, meine kleinen Freunde. Die sind wirklich immer sehr, sehr nett.
Yay, die Siedlung erstrahlt in alter Pracht und die Mission besiege die Flügeltäter ist erledigt. Na, was sagst du, Huxel? So gut wie neu, will ich meinen. Na, hallo? Hallo? Was bei Belzebub geht da draußen vor sich? Monster erscheint bei der Siedlung. Direkt der nächste Angriff. Oh, ich kann die Siedlungsstufe erhöhen. Das sieht doch hier nach Rüstungen aus. Die haben doch mit Sicherheit irgendwie hohe Defensivwerte. Ah, die haben meine Anlage kaputt gemacht. Die haben meine Fallen kaputt gemacht. Die haben meine Fallen zerstört. Wie gemein ist das denn bitte? Und die sind ziemlich, ziemlich stark. Sind die Teil der Schreckrecken? Wahrscheinlich gehören die zu den Schreckrecken. Boah, die halten aber... Boah, halten die viel aus. Ich kann da fast gar nichts gegen machen. Da kann ich angreifen, wie ich will. Die sind echt schwer zu töten. Boah. Wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht erstmal die Kleinen hier erledigt bekommen. Aber die sind schon echt übel. Also diese Rüstungen, die sind heftig. Komm schon, geh kaputt. Boah, eine von den Kleinen haben wir erst. Und da ballern wir schon echt lange drauf. Team Todesstoß. Vielleicht hilft's ein bisschen. Ja, so ein bisschen, tatsächlich. Oh, 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 oh. Das sind aber üble Gesellen. Ja, wir werden ja gleich erfahren, ob die zu den Schreckrecken gehören. Ich schätze mal, die gehören zu den Schreckrecken. Nur noch die Große müssen wir killen, dann war's das. Oh, die haben aber viel kaputt gemacht. Richtig, richtig viel sogar. Und das war's. Wir haben den Angriff abgewehrt. Die Monster wurden besiegt. Puh, das war ein harter Kampf, aber wir konnten sie am Ende besiegen. Das muss ein Aufklärungstrupp der Schreckrecken gewesen sein. Bestien sind bei Kontakt mit unseren Blitzfaunen kaum zusammengezuckt. Sie sollten in großer Zahl angreifen. Könnten wir sie so unmöglich aufhalten? Hohoho! Sorge dich nicht, Anessa. Keine Angst, denn ich habe die Lösung für deinen Kummer. In Zeiten des Verdrusses solltest du dich umgehend schlafen legen. Du wirst erfrischt und gestärkt erwachen und dein zu beschreitender Weg wird dir klar erkennbar sein. Was? Was ist das denn für eine Aussage? Danke, Eure Majestät. Eure Weisheit kennt keine Grenzen. Dasselbe gilt für dich, Huxel. Du hast dir etwas Ruhe verdient. Morgen wollen wir unsere Vorbereitungen wieder aufnehmen. Na gut, gehen wir halt mittendrin schlafen. Hahaha! Wie ich sehe, hast du ein Geschenk für mich. Wieder einmal stellst du deinen Nutzen unter Beweis. Vielen Dank, Vater. Doch wurden zwei Helden Hagons gestürzt und ihre Truppen in alle Winde zerstreut. Die zwei, von denen du sprachst, sind wahrlich eine Plage. Der verfluchte Erbauer und Malroth. Dennoch ist es, wie du sagst, ganz gleich, wie hart sie kämpfen. Die Menschen können ihrem Schicksal nicht entrinnen. Wenn der jüngste Tag kommt, erwartet sie alle der Tod. Bitte, Vater, erspart mir dieses Schicksal. Lasst mir das Leben. Lord Atlas ist augenblicklich auf dem Weg hierher. Sollten deine Bemühungen weiterhin Früchte tragen, wird er dir deinen Wunsch sicher gewähren. Tja, wer sind denn diese mysteriösen Personen, die sich da unterhalten? Die haben wir noch nicht kennengelernt. Werden wir aber mit Sicherheit bald. Huxel, ich habe nachgedacht. Woher kommen deine Überzeugungen? Es heißt, die Lehren der Kinder Hagons seien absolut. Aber kein Wissen, das man sich selbst aneignet, ist je absolut. Wurden uns die Lehren also nicht preisgegeben, sondern aufgezwungen? Lange hielten wir von Mondbach es für unsere heilige Pflicht, auf ewig zu kämpfen. Wenn das aber in Wahrheit gar nicht Wille des Himmels war, sondern nur die Regeln eines Dritten, dann... Hey... Worüber unterhaltet ihr zwei Turteltäubchen euch denn? Ach, ist ja auch egal. Huxel, Hector möchte mit dir sprechen. Ist der ist ein bisschen eifersüchtig auch, glaube ich, ne? Wenn wir irgendwie was mit anderen Leuten machen, also wenn wir uns mit anderen Leuten unterhalten, dann ist Malroth immer so ein bisschen stinkig. Aber auch erst in letzter Zeit. Also es hat hier auf Mondbach angefangen. Auf Hammerholm war er eigentlich die ganze Zeit über ziemlich happy und hatte sehr viel Spaß. Und ja, hier auf Mondbach ist seine Stimmung echt stark gekippt. Naja, wir sollten vielleicht erst einmal die Stufe des Dorfes erhöhen, denn wir haben ja die Möglichkeit dazu. Also läuten wir mal die Glocke und schauen uns an, was wir für Stufe 4 der Siedlung als Belohnung bekommen, beziehungsweise als Rezepte erhalten. Na,
Siedlungsstufe erhöht auf Nummer 4. Oh, die Maximalstufe haben wir schon erreicht. Die Heiler können jetzt mehr Lebenspunkte wiederherstellen, wenn sie Multiheilung einsetzen. Yay! Die Einwohnerzahl der Siedlung von Huxel ist ein wenig gestiegen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Rätsel, Rätsel und Studier. Huxel lernt einige neue Anleitungen. Und zwar für einen Burgsäulenpodest, eine Zellenwand, eine Zellentür, ein schickes Dach, ein schickes Flachdach, schickes Dachfenster, schicker Dachfirst, Wandfesseln, Wandbanner und eine Wärteruniform. Das heißt, wir werden vermutlich in naher Zukunft ein Gefängnis bauen. Hohoho, gute Arbeit, mein Junge. Abermals steigt die Kraft der Schöpfung in uns auf. Und so auch in dir, Huxel. Wandfesseln, Zellentür und Teilstücke der Zellenwand. Du hast anscheinend genaue Pläne für den Umgang mit Verrätern, die sich unter uns verstecken. Das Glockengeläut hat offenbar weitere Krieger herbeigerufen. Ich setze darauf, dass unter ihnen keine Verräter sind. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Nun, unsere Heiler sollten uns ganz sicher unterstützen können. Es scheint, als seien sie nun alle besser darin, Multiheilung einzusetzen. Ohoho, du hast dich dieses Mal selbst übertroffen, Huxel. Der Rest von Hagons Helden wird sein blaues Wunder erleben. Oh, da freut er sich, der Kleine. Unsere Neuankömmlinge sehen ein wenig verloren aus, Huxel. Wieso sprichst du nicht mit ihnen und begrüßt sie freundlich? Ja, hatte ich vor. Da vorne sind sie auch schon. Mein lieber Schwan, ist das wirklich Schloss Mondbach? Vor kurzem lag hier noch alles in Schutt und Asche. Ist das alles dein Werk? Oho, das ist es in der Tat. Alles, was du siehst, verdanken wir dem unermüdlichen Einsatz unseres treuen Erbauers. Ich hatte gehört, dass der Erbauer der Abgesandte der Vernichtung sei. Mit einer Verteidigungsanlage wie dieser ist es aber wohl eher der Feind, der vernichtet wird. Daran glauben wir, aber wir können dieses Ziel nicht alleine erreichen. Wir brauchen die Unterstützung einer jeden fähigen Person, inklusive euch, Leute. Euer Wunsch ist uns Befehl, Eure Majestät. Gemeinsam werden wir Hagons Truppen zu Fall bringen und das Banner auf Mondbachs wieder im Wind flattern lassen. Vier neue Gesichter ziehen in Schloss Mondbach ein. Ah, sehr, sehr, sehr schön. Da freue ich mich doch drüber. Na? Dann haben wir hier soweit alles erledigt, 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 erledigt. Sind hier noch irgendwo Herzchenpunkte? Ach, die brauche ich ja gar nicht mehr einsammeln. Wir können hier nur das Dorf mal einmal um uns versammeln. Und ich kann mal eben was essen. Haben die das eigentlich draußen wieder aufgebaut? Nee, die Verteidigungslage ist immer, Anlage ist immer noch kaputt. Ah, Huxel, wir müssen mit der Arbeit an einer neuen magischen Waffe beginnen, wenn wir eine effektive Verteidigung gegen die Schreckrechen errichten wollen. Doch vorher würde ich sagen, wird es höchste Zeit, dass du die Glocke des Erbauers nochmal läutest. Meinst du nicht? Jedes Mal, wenn du sie läutest, gewinnen wir neue Verbündete. Und damit gleichzeitig Soldaten und Erbauer hinzu. Wodurch unsere Chancen steigen, unsere Feinde niederzustrecken. Nur zu, Huxel. Trage die nötige Energie der Dankbarkeit zusammen, indem du dich der Sorgen der Bewohner annimmst. Und lege dann all den Elan und Schwung ins Läuten der Glocke. Hab ich ja schon gemacht. Danke für das Läuten der Glocke, Huxel. Ihr widerhallender Klang hat neue Soldaten zum Kampf an unsere Seite herbeigeführt und bessere Erbauer aus uns allen gemacht. Huxel, die einzige Armee, die sich uns jetzt noch entgegenstellt, ist die der Schreckrecken. Es scheint, als stünde uns der letzte Kampf bald bevor. Der Sieg ist zum Greifen nah. Wir müssen jetzt mehr denn je auf der Hut sein. Ich glaube, dass sich unter uns nach wie vor ein Verräter versteckt, Huxel. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich meine, jetzt zu wissen, wer dieser niederträchtige Teufel ist. Im Moment ist es lediglich ein Gefühl, aber ich versichere dir, sobald ich meinen Verdacht beweisen kann, wirst du es als Erster erfahren. Ah, Hector ist also schon dahinter gestiegen und weiß, was wir machen müssen, beziehungsweise wen wir hier einsperren müssen. Und ja, mit diesem Thema beschäftigen wir uns aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.